Ein wütender Mob. Grenzübergänge in Flammen. Nachdem der Kosovo einen Grenzposten übernommen hatte, steckten wütende Serben diesen in Brand und töteten einen Polizisten. Deutsche Soldaten, die eine Eskalation verhindern sollen, könnten jetzt auch unter Beschuss geraten. Warum sind deutsche Soldaten im Kosovo? Die deutschen Soldaten sind Teil der KFOR, der Kosovo Force der NATO. Dort sollen sie seit dem Kosovo-Krieg 1999 helfen, den Frieden zu sichern, indem sie die Polizei unterstützen und beim Aufbau einer Infrastruktur helfen. Wo sind deutsche Truppen noch stationiert? Über 6.800 deutsche Soldaten sind in vielen Krisengebieten im Einsatz. Neben dem Kosovo finden sich Einsätze in Afghanistan und am Horn von Afrika. Daneben gibt es Truppen im Mittelmeer, vor der Küste des Libanon, in Bosnien, Uganda, im Kongo, Sudan und im Südsudan. Die Marine schützt Schiffe vor Terroristen und Piraten und will im Libanon den Waffenschmuggel verhindern. Das Heer versucht beispielsweise in Bosnien Konflikte zwischen verfeindeten Volksgruppen zu entschärfen. Im Südsudan, der erst diesen Monat unabhängig wurde, helfen die deutschen Soldaten beim Aufbau des Staates und der Sicherheitskräfte. Wann kann die Bundeswehr im Ausland eingesetzt werden? Jeder bewaffnete Einsatz braucht ein Mandat des Bundestages. Das Parlament kontrolliert also die Bundeswehr. Unbewaffnete Berater können auch ohne Parlamentsbeschluss, etwa über die EU, eingesetzt werden.